So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute hier zum Fan-Talk und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als ob mich heute früh jemand nicht geweckt hat und ich immer noch so ein bisschen vor mich hinträume, wie Frischauf gegen Hannover spielt. Aber es scheint, wenn ich die vielen Leute sehe und das Grinsen übers Gesicht, es scheint wirklich kein Traum zu sein. Mega geiles Spiel heute unserer Mannschaft und stellvertretend für Alan Damgaard und Jakob Bagerstedt mal einen ganz, ganz fetten Applaus. Ja, der Jens Schöngart, der hat gerade eben schon in der Kabine gesagt, grün-weißes Wochenende, kann man anders nicht sagen. Männer gewonnen, Frauen 2 gewonnen, A-Jugend gewonnen, B-Jugend gewonnen. Wow, kann fast nicht besser werden. Jetzt muss die D und die C noch nachlegen und dann passt das wunderbar heute. Dann können wir einen richtig fetten grün-weißes Schleifchen dran machen. Jakob, sind wir ehrlich, Hannover heute eigentlich haushoher Favorit hier in Göppingen. Ihr habt mal wieder in die Meisterschaft eingegriffen. Die Löwen werden euch dankbar sein. Was lief da vor allem in den ersten 40 Minuten in Abwehr und Angriff ab? Das war ja Hölle. Wie geht das? Ja, erstmal guten Tag von meiner Seite. Ja, ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden. Ich fand, dass wir haben in der ersten Halbzeit auf alle paar Metern eine hohe Leistung gebracht. Vorne, hinten. Rebi hat im Tor die Rest gehalten. Und ich fand, dass Alan und Fonny zusammen mit Kresso vorne und auch Tim haben die gewissen Geduld gehabt und mit Kopf gespielt. Ganz wenige technische Fehler. Deswegen hat Hannover in erster Halbzeit auch keine erste Welle oder zweite Welle Tor gemacht. Also große Null. Und so gewinnt man auch Spiel. Und ja, wie gesagt, ich fand, dass heute war die Stimmung hier in die Halle, hat uns auch nach vorne gedrückt. Und ja, damit so ein paar Plus-Tore wollen wir einfach mehr und mehr. Und fand, dass wir haben heute uns sehr gut präsentiert. Alan, ich würde auf die Aussage vom Jakob, der sehr gut gesagt hat, noch einen draufsetzen, weil das war hervorragend. Und ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Die 60 Minuten heute, das war wahrscheinlich das Beste, was die Saison gelaufen ist. Ja, man hat auch richtig gespürt, ihr wolltet, da war Biss drin, da war Kampf drin. Man hat um jeden Zentimeter gekämpft. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ach übrigens, Alan ist nicht allein. Theo ist auch dabei, ist ein kleiner Sohn. Ja, hallo. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir ein ganz höher Grundniveau. Diese Januar hat wirklich, das war wirklich gut für uns. Jens, ist unser Konzept viel besser. Wir machen nicht so viele dumme Fehler in Abwehr und Angriff. Wir haben, alle kennen jetzt eine Abgabe. In Abwehr haben wir jetzt Jakob und Zarco, da töte alle Menschen, da kommen in Mitte. So keine Leute willst da schießen. Und das ist wirklich, wirklich klasse. Und dann in Angriff haben wir jetzt besser Timing. Wir haben in unserer Hinrunde viel um das gesagt, dass wir machen nicht genug Tor von unserem Rückraum. Aber dann heute sieht wir dann, wenn wir spielen mit Tempo, wir haben besser Timing, da kommt Fonny und schießt von hinten und Jens kommt auch rein und macht Tor von hinten. Und das ist wirklich super. Aber ich verwende wirklich, unser Grundniveau ist ganz höher und dann kommt so ein Spiel manchmal, aber das ist wirklich klasse. Ja, ich glaube, Alan, wir müssen heute auch so ein bisschen über den D-Day sprechen, über den Daniel-Tag. Ja? Also ich glaube, Daniel Fontaine, 8 Tore, Daniel Rebmann im Tor, jenseits der 50%, würde ich sagen. Ja? Das ist dann auch das, wo so einzelne Spieler sich dann hochpushen können an der Leistung der Grundmannschaft. Und wenn die dann einen Tag verwischen, dann kommen solche Spiele raus, oder? Ja, wenn Sarko und Jakob sind in guter Abwehr und dann muss dieser Rückraumspieler von Hannover von 10 Meter schießen und dann hilft wirklich Rebi viel im Tor gegen Berlin, das war von 7 Meter. Ganz ehrlich, das ist viel besser für Rebi jetzt und für Primus. Und in Angriff, dann diese Timing, das war ein bisschen chaotisch von Anfang an mit dem Trainerwechsel Mitte der Saison.
Aber jetzt kennen alle seine Abgabe und dann kommt diese. Fonny ist ein klasse Spieler, ganz ehrlich. Er kann von diesen 11 Meter schießen, so wir brauchen nur ein bisschen mehr Tempo und Kreuz für ihn und dann siehst du, was er kann. Ja, umso trauriger, dass er es nächstes Jahr nicht mehr bei uns macht. Aber ihr macht das ja noch bei uns, Jakob. Jetzt geht es am Dienstag gleich wieder gegen Hannover. Was bedeutet das Ergebnis heute für das Spiel am Dienstag? Also meine Einschätzung ist ganz, ganz viel. Lieber uns so präsentieren und die mit 10 Toren schlagen, kann die so ein schönes Heimfahrt heute haben. Dann bringen wir das Momentum mit, die Selbstvertrauen mit zum Dienstag. Also tausendmal lieber das, als heute spekulieren, sparen wir ein paar Spieler, machen wir eine andere Taktik. Sagt ihr, wenn wir genauso 100% uns präsentiert in Abwehr, Angriff und mit Geduld und Coolness spielt, dann ist die Möglichkeit da zu gewinnen genauso hoch wie heute. Also ich sag's ganz ehrlich, genauso hoch muss gar nicht sein, es reicht eins. Und am besten, wenn du dann am Schluss die zwei wichtigen Siegtreffer reinmachst, die hast du dir aufgehoben heute, die machst du dann am Dienstag rein. Und Alan und Schlagwurf, das ist eine neue Geschichte, oder? Auf einmal gehen die Dinger da, ich glaube, das mit dem Rolf ein bisschen extra Training gemacht, oder? Ja, wir haben ein bisschen extra Training, aber das ist um diese Timing, ganz ehrlich. Ich weiß, wann ich muss mein Kollege spielen und sie wissen auch, wann möchte Alan gerne den Ball haben. Und dann kannst du gut spielen. Von Anfang der Saison, das war ein bisschen dann steht du, wann kommt die Ball und so weiter. Aber jetzt läuft das und ja. Und, aber jetzt kann ich nur sagen, heute das Spiel, das war wirklich unglaublich. Und Stimmung in der Halle, alles das. Das ist das erste Mal, jetzt hast du das probiert, aber hoffentlich nicht das letzte Mal. So, wir sehen schon, der Kleine will auch mitmachen. Jetzt hatten wir sehr gut, hervorragend, überragend, unglaublich. Wir hatten alle Superlative. Dabei belassen wir es jetzt auch und genießen einfach den Moment. Ich denke, keiner ist heute hier in die Halle reingekommen und hat mit sowas gerechnet. Noch tanzen wir auf drei Hochzeiten und wenn die Jungs das am Dienstag einigermaßen auch in Hannover auf die Platte bringen und da haben sie ja im Hinspiel unentschieden gespielt, sehr unglücklich. Also die wissen, dass da auch was geht. Da drücken wir ihnen jetzt alle gemeinsam die Daumen, dass Frischauf so lang wie möglich diese drei Hochzeiten betanzt. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es zweimal ins Final Four und dann können wir auch die Bundesliga natürlich nicht abhaken, aber dann machen wir da holen wir uns dann das Selbstvertrauen für die zwei Big Highlights. Alan, Jakob, viele Grüße an die Mannschaft. Klopft ihn nochmal, ich denke, stellvertretend für alle hier auf die Schulter. Das war heute Frischauf, Männer, wie wir sie sehen wollen und eine Hölle Süd, wie wir sie hören wollen. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.